Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye, The Somnium Files. Beim letzten Mal haben wir mit Acehead uns ein bisschen den Tatort angeguckt und waren dann noch bei ihr zu Hause. Aber das hat uns alles nicht so ganz geholfen. Immer noch nicht. Deswegen wollen wir jetzt endlich mal in Mizukis Träume gehen, denn die redet immer noch nicht mit uns. There's an enormous machine beyond the window. This machine is known as a sink machine. Ja, das wusste ich doch. Aber okay, was soll ich dann machen? Soll ich... Okay, ich kann versuchen, mit ihr zu reden, was wohl nichts bringen wird. Weiterhin. She can't hear me from here. Ja, das dachte ich mir. Du kannst auch zu ihr gehen, oder nicht? Okay, jetzt bin ich sehr verwirrt. Oder haben wir noch Dialogoptionen, die ich verpasst habe? That's Pewter. His real name is... Amanoma. But he goes by Pewter hier. Darüber bin ich sehr dankbar. Auf jeden Fall. 36 years old. Also passt auch komplett ins Muster wieder mal. He's a member of Abyss, like me. He's a genius engineer that designs a sink system and other machines. He also invented Iber. He is a caretaker in a way. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es zwei Charaktere, nur zwei Charaktere gibt, die nicht in das Sechser-Muster fallen. Das muss doch heißen, dass die böse sind. Mystery gelöst. Itomi und Renju sind die beiden Mörder. Gemeinsam. Also, geht ja nicht anders. Boss is watching Mizuki through the glass. Okay, habe ich jetzt noch irgendwas? Ach, jetzt kann ich mit ihm reden. Ja, super. We are ready to begin. Gut. Date, go to the sink room. Got it. Ich war schon die ganze Zeit bereit dafür, keine Sorge. Aber gut, so haben wir noch Pewters echten Namen gelernt, den ich definitiv nicht schon wieder vergessen habe mittlerweile. Agent Date, Mizuki is reacting. Her heart rate is rising and her brainwaves are showing signs of disturbance. She may be getting nervous about the procedure. Verständlicherweise. Date, try to calm her down. How do I do that? It's true that she can't speak to you, but she can hear you. Try talking with her. Sure thing, boss. Hi, Mizuki. Oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Sagen wir einfach, was hier abgeht. I'm gonna be inside your head. Das ist nicht sehr hilfreich, glaube ich. I'll be looking for clues about the culprit. Not only that, we will also attempt to discover the cause of Mizuki's muteness and rectify it. With her aphonia cured, we can ask her further questions directly. Richtig, ist vielleicht hilfreicher als ja, zu versuchen, ihre Träume zu interpretieren. Das hat mir beim letzten Mal auch nicht wirklich geholfen. I know it looks scary, but trust me, there's nothing to be afraid of. There's no pain, no side effects. When this is all over, you'll go back to your regular life like this never happened. Abseits von der Tatsache, dass du dann vielleicht wieder redest. Who knows? Hoffentlich. Sinking is what we call diving into someone's subconscious mind. You sink deep down into their psyches, and you synchronize with their true selves. People like me are called sinkers. Sinkers enter the subject's subconscious, which is a dreamlike state we call somnium. It's Latin for dream. Mm-hmm. There are six sinkers out of this. I'm one of them. Mizuki, I've never told you this, but I'm not an ordinary policeman. Das hast du ja nie gesagt. Du hast es sogar schon Tessa verraten mittlerweile. Aber Tessa hatte ich auch, ja, erpresst. Okay, schon klar. I belong to a special investigation unit called Abyss. Advanced Brain Investigation Squad. We explore the human mind with state-of-the-art technology and research. There are a billion kinds of suspects and persons of interest out there. People that lie, people that don't say anything, people that have head injuries or some that have deep mental wounds that keep them from talking. Ja, und wer davon ist wohl Mizuki? Wer davon ist sie wohl? How do we get clues from these people? We have to get inside their heads. The truth is in their minds. Our job is to find it. Zumindest die Wahrheit, an die diese jeweiligen Personen glauben, natürlich nur. Hey Mizuki. When this is all over, what should I say? Gute Frage. Was sollst du sagen? When this is all over, ja, soll ich nochmal? Okay, das ist das ist jetzt wohl wirklich eine Entscheidung. Oh Gott, ich weiß nicht, was ist auch eine Marke denn? Ich kenne sie doch gar nicht. Aber da steht you like. Dann weißt du das wohl. Remember when we went last time? You were laughing about how it looked like throw up, but it tasted so good. You were devouring it. You kept saying it looked awful, but you loved it. Do you not have a more heartwarming story, or? Ich fand das ganz gut. Sorry, I'm really bad at this. Ich merke das alles gut. Dante, her heart rate is steadying. Sie ist, hat so geklappt. Beschwer dich nicht, Alba.
Date, get into position. Let's begin. Oh, and Special Agent, I forgot to mention one thing. I added a new feature to the sync system. A new feature? You'll learn more when you're synced. It's very useful. Das freut mich. Sure, got it. Gut, also der erste richtige Traum. Da wahrscheinlich auch mit Zeitlimit, wofür wir wohl auch nochmal ein Tutorial bekommen werden, aber so an sich trotzdem schon eher das, was wir die meiste Zeit über machen werden. Okay, ready anytime. Remember, Date, you have only 6 minutes in the Somnium world. Genau. Any longer and your consciousness will be absorbed by the subjects. Yeah, I know. I'll find a lead and get out in under 6 minutes. We're counting on you. Well then, let's begin. Wenn wir länger bleiben, werden wir einfach absorbiert. Okay. Meinetwegen. Dann ist das wohl so, aber gut. Kriegen wir schon hin. Ich denke, das wird jetzt noch recht simpel sein. Würde mich überraschen, wenn nicht. Würde mir Angst machen, wenn nicht. Und da ist wieder mal Aiba. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wenn er das schon öfters gemacht hat, müsste er nicht wissen, wie Aiba so aussieht? Oder ist das das neue Feature, in Anführungszeichen, dass wir jetzt Aiba steuern? Und das war früher mal nicht so. What was that? Nothing. I was merely trying to enter the scene like a cybernetic assassin from the future. Hast du gut gemacht. If you're trying to do that, you have to do it naked. Is this Bloom Park? Ja. Das ist es wohl. Mit einem riesigen Käfig darüber. Lightning in a birdcage. Maybe this is representative of Mizuki's state of mind. Ja, wahrscheinlich. The fact that Shoko was killed here must weigh heavily on Mizuki's heart. Mizuki should be inside that column. To get the information we need, we will have to deal with the lightning and the cage and get to Mizuki. Move fast, or time is going to run out. Unnecessary. Look around. Look around? This is the new feature of Sync that Pewter mentioned. Ach so, ja, okay, das wusste ich schon, dass es das gibt, ja. Stop time? Richtig, also nicht ganz jedenfalls, aber so ziemlich. Only when standing still. Time is moving incredibly slowly. Currently, you and I are transmitting information at high speed, so it only appears as though time has stopped. Und deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm, dass es ein Zeitlimit gibt, weil das Zeitlimit kein richtiges Zeitlimit ist, in Anführungszeichen, weil man hat schon wesentlich mehr Zeit als wirklich nur 6 Minuten. Are you familiar with the concept of time dilation? Nein. It has to do with relativity, right? Two people can experience time differently depending on space-time. This is similar to that. Okay, meinetwegen, klar. The flow of time in Somnium is different than the real world. This could be useful. You can only stay in Somnium for 6 minutes, right? But with this, you could take your time and explore. Richtig, deswegen ist es wie gesagt nicht so schlimm. Let's get started. Somnium scan, activate. Das Zeitlimit ist viel eher dadurch relevant, dass man ja auch Zeit für die Sachen braucht, die man halt macht. Dass dann immer so Zeitangaben daneben stehen und so. Aber das werden wir ja dann gleich nochmal sehen. Gehe ich mal von aus. So, Mental Lock Nummer 1 ist dann, ja, die Blitze. Sind das? Und dann der Käfig. Denke ich, willst du mir gerade sagen. Und dann die Säule öffnen. Stimmt, das auch im Schloss vor, klar. Okay. Kriegen wir wohl hin. Vielleicht, hoffentlich. To reach Mizuki, something must be done about the lightning that keeps striking the birdcage. Lightning's supposed to strike at the highest point. Hm? An ice pick piercing Shoko's photograph. Das wackelt ein bisschen. Aiba, the speaker over there. It's shaking. Ja, alles wackelt hier. Hm. Naja, nicht alles, aber mehrere Sachen jedenfalls. I see. It must be connected to the ice pick. Das sind logische Regeln, die diese Träume haben, ne? Also, erst, wir können nur Sachen berühren, die angeleuchtet werden. Jetzt, Sachen sind verbunden und wackeln gemeinsam. Was weiß ich denn? Keine Ahnung, was die genauen Regeln dahinter sind. Healing Mizuki should be your top priority. Ach, wirklich? Ja, ich habe 6 Minuten Zeit, klar. Time is expanded whenever Aiba is moving or performing an action. Genau, 360 Sekunden haben wir. Aber wie man sieht, geht das jetzt nur in Hundertstel Schritten runter, solange wir uns nicht bewegen. Also kann ich mir ganz in Ruhe Zeit lassen. Jetzt klicke ich das hier an. Es ist komplett stehen geblieben. Und jetzt steht hier,
10 Sekunden und 20 Sekunden, aber was heißt das daneben, ist die Frage gerade. Ich würde es eigentlich rausziehen. Machen wir es mal rein. Date, are you certain? Will this heal Mizuki? Who knows? I don't know. Just try it. Ich meine, wir schieben den Lautsprecher halt weiter nach innen. Understood. War das eine dumme Idee? Ich glaube das nicht. Okay, anscheinend nicht. Naja, okay, no schade, war ein Versuch. Mizuki is still a child. The solution may be simpler than you think. Das heißt, ich sollte hier wirklich sinnvolle Sachen tun und nicht so wie beim letzten Mal, weil sie ein simples Gehirn hat. Simple maybe, but this is a dream. Not everything goes how you expect. Ja, aber sie hat schon recht prinzipiell. Weil deine Regeln waren ja wirklich ziemlich kompliziert und weird. Bei ihr ist es vielleicht gar nicht so kompliziert, deswegen. Da hast du wohl recht. Und ja, hätte ich drauf kommen müssen. Wir wollen ja einen höheren Punkt haben, klar. Ja, mach weiter nach oben, bis wir den höchsten Punkt haben. Ach, und das kommt auch noch heraus, stimmt. Schön. Hätten wir das schon geklärt. Das war leicht. Und da sehe ich schon links, es spaltet sich auf. Und wie ich auch schon erwähnt habe, in meiner Theorie, die Entscheidungen werden hauptsächlich durch die Träume stattfinden. Das heißt, wenn ich da schon eine Abspaltung sehe, und wir verschiedene Möglichkeiten haben, um das nächste Lock zu öffnen, vielleicht ist das schon die Entscheidung, die wir ja treffen müssen quasi. Ja. Die Frage ist, wie? Timey? Time induction matter in Encephalon. Ja, genau. Was? You can think of it as an item that affects the flow of time. Cool. Using this, you can slow down or speed up time in Somnium. Wofür will ich es denn verschnellern? Is this another function Pewter added? Correct. Sounds like a dream. Well, it is a dream. Ha. And because it is a dream, extraordinary things such as this are possible. Okay, kannst du bitte ein bisschen genauer erklären, was genau das macht? Ich habe es nämlich nicht verstanden, also nicht so ganz jedenfalls. Als was es mir bringt. Timeys are items that affect time. You will sometimes obtain them when you perform an action. Timeys only affect the time taken to perform an action. You are only able to hold 3 timeys. Pick up a timey when you already hold 3, will replace 1. Timeys are expanded after 1 use, but use them as often as you can. Okay, cool, wir haben jetzt... Ach, das ist das, was wir daneben gesehen haben. Ah. Können wir damit die Zeit halbieren, die wir brauchen, um etwas zu machen? Aber warum sollten wir es dann... Ich bin verwirrt, egal. Ja. Ich könnte mir den Käfig direkt angucken, aber ich denke, das wird nicht so viel bringen. Mikrofon. Warte mal, kann ich das jetzt selecten? Make time halbiert. Und das mache ich jetzt auf das da. Gut gemacht. Warum? Stop it already. Warum denn? Okay, das war nicht gut, aber ich habe es halbiert immerhin. Was heißt jetzt 40 ist die Frage. Bin mir echt nicht sicher. Nein, fuck, warum tue ich das denn? Das war falsch. Ich habe verstanden. Mike. Danke, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe eine Minute verbraucht und ich habe noch nichts geschafft. Also okay, doch eigentlich schon, aber das war ja nicht, was ich bisher gemacht habe. Nothing happened. Okay, dann nicht. Your parents would be very disappointed in you. You can fix this. You have so much to live for. You can't give up hope now. Richtig. Never give in to despair. Das hat alles nichts gebracht, hier habe ich das Gefühl. Okay, wir haben ziemlich viel Zeit verschwendet. So, gut. Das ist der Panda. Der Panda. Der schwarz-weiße Panda. So wie, ja, Pandas halt so sind. Was genau macht das jetzt? Ich weiß es nicht. 30 Sekunden? Warum soll ich das auf 30 Sekunden verlängern? Nein. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder verstehe ich irgendwas halt? Das ist ein 30 Sekunden Gutschein, den ich davon abziehe. Ach! Wenn ich das 35 Sekunden lange mache, dann dauert es stattdessen nur 30 Sekunden, aber wenn ich das 10 Sekunden lange darauf, das darauf anwenden würde, dann würde das länger dauern. Also soll ich das vielleicht nicht tun. Also machen wir einfach mal das hier und... Warum? Was machst du? Also hat es nicht funktioniert. Okay, warum hat das jetzt... Oh nein, was tue ich denn nur hier? Und dreht weg, ich sollte doch wieder Sachen machen, die sinnlos sind. Oh, okay, was zur Hölle?
Ja, scheinbar. Ja, scheinbar. Okay, alles ist verbunden irgendwie. Ich sag ja, ich sag ja. Aber was soll mir das bringen, dass ich es jetzt weiß? Weil ich kann ja trotzdem nichts anderes machen, oder? Gibt's noch irgendwas Cooles hier irgendwo? Oder da ist das geheime Item. Haha, ich hab's gefunden. Vielleicht such ich die doch alle, wenn die so leicht zu finden sind. Mal sehen. Ich glaube, hier ist echt gar nichts mehr. Das Tor ist noch da. Gucken wir uns das mal an. Wie wär's damit? The entrance gate. Tackle. Renn voll dagegen. Nichts gebracht. The gate hurts more than I do. Oh nein. You have three oh Gott, ich hab nur die Hälfte der Zeit. Rette mich jemand. Okay, ich glaube, das bringt mir nichts. Aber was bringt mir dann was? Nichts bringt mir was. Ich könnte mir doch den Käfig angucken, fällt mir gerade auf. Hab ich ganz vergessen irgendwann, weil ich dachte, das wäre zu offensichtlich. Ja, heb ihn einfach hoch. Wie wär's damit? Vielleicht klappt's ja. Ja, bitte? Mit deiner ganzen Kraft? Schade. Aber, vielleicht muss ich da irgendwie meine Gedanken kombinieren. Ich sollte... Ich kann doch noch reingehen. Auch so viele Sachen, die ich machen kann. Aha. Klopf mal. Hello, are you open? One adult and one child, please. I am not a child. Sicher? Open seats will do. hat sich das Pferd schon vorher bewegt? Oder ist jetzt angefangen? Ach nee, die bewegen sich die ganze Zeit, okay. So, is it safe to enter? Should be. Dann geh rein, Mensch. The control room of... ja komm, geh so rein. Scheiß auf den Verdrittler, den nutze ich was Sinnvolleres. Das werden wir sehen. Richtig. Ja, warum denken wir darüber nach, da reinzugehen? Was passiert da gerade? Hilfe? Ich sehe nichts. Das war nicht so ganz mein Plan. I didn't expect to see this inside. I do not see an exit either. Ich sehe allgemein gar nichts gerade. But there's something suspicious here. Oh, nevermind, ich sehe doch etwas. I see two bird cages. Aha. Looks like there's something inside them. Take a look. Einer mit Luftballons da drüber. You have less than 2 minutes. Hurry. Gott, oh Gott, oh Gott. A bird cage with blown up rubbers inside. There is also a deflated rubber on the floor. Das sind Ballons. Could you please not call it a rubber? You can say balloon. Richtig. I do not understand. It is clearly rubber. Ist wohl richtig, aber trotzdem. Please. Oh Mann, okay. Können wir den jetzt hochheben? Das war 55 Sekunden, holy shit. Oh Gott, wie nutze ich das wohl sinnvoll jetzt gerade? Will ich versuchen, es hochzuheben? Mach mal. Glad to hear it. Es hat geklappt. Und die Ballons fliegen davon. Wollte ich das? What? Und der Kiwi fliegt auch weg. Was so heavy. Ja, aber fliegt weg. Ich hab's geöffnet. Threw away the cage. Ach, das war jetzt die Entscheidung. Klar, wir hätten den anderen Käfig auch nehmen können. Stattdessen, denke ich mal jedenfalls. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Aber wir werden eh wahrscheinlich alles machen müssen. Falls es jetzt wirklich das ist, was hinterher das Ganze hier beeinflusst. Das Ende. Retry will allow you to return to a safe point just after unlocking a mental lock. But you only have 3 retries. Going back 1 lock costs 1. Okay, ich könnte also das andere machen stattdessen, ha? Huh? Willst du mir gerade sagen? Aber ich glaube, ich bin hier fertig. A deflated rubber. Also. I told you, please call it a balloon. Mein Gott. What are you getting so worked up about? Weiß ich auch nicht. Ach, Date. Du weißt doch, wie sie das meint. Oh Gott, ich habe echt nicht viel Zeit halt. Okay, nein, ich weiß, was wir machen. Wir essen ihn. Wir essen ihn auf jeden Fall. What? Ja, warum nicht? Das ist das Sinnloseste von allem. Chew it and then blow it up like bubblegum. I could blow it up normally. Halt die Fresse, warum verschwendest du Zeit, wenn du nichts machst? Ja komm, dann nehmen wir jetzt ein Dings da und machen das aufblasen, weil das ist, was normale Menschen machen würden damit.
Oh Gott, ich habe noch eine Minute Zeit. Ich habe so viele dämliche Sachen gemacht, die keinen Sinn ergeben haben. Ich merke das schon. I wish your boobs were that big. What? So, aber Dante! Are you serious? Those are obscenely large for a human. Okay. Well, I suppose I am not technically human. Stimmt, also funktioniert das. Ist vollkommen richtig, das ergibt Sinn. Dante, please, be quiet. Okay, er ist mittlerweile schlimmer als Sigma, Leute. Er ist schlimmer als Sigma, offiziell. Oh nein! Dante! Also, was jetzt passiert? Ist jetzt der Käfig weggeflogen? Ja, tatsächlich. Wer hätte es erwartet? Ich habe es erwartet, aber leider habe ich nur noch eine Minute Zeit. Perhaps the balloon was the key. I remember now, a story I heard from Mizuki a while back. One time, when Mizuki was just a little girl, Shoko bought her a balloon. It was one of the nice helium ones. But the string slipped through her hand. The balloon sailed up into the sky. Shoko snapped, she scolded Mizuki for hours. Maybe that's why Mizuki puts the balloons inside the birdcage. That way, they could never fly away. But I guess I and I met her will live a painful memory. Oh nein! Oh nein, das war keine gute Entscheidung. Das hättest du mir vorher erklären können. Do you not see the horses spinning at hurricane speed? Ja, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass der Panda langsamer wird. If you stop time, you can go in, right? But I cannot stop time while I'm moving. Das ist richtig. Oh, right. I guess we gotta figure out how to stop it from spinning. Hm. Ich frag mich, womit das so zusammenhängen könnte. Selecting the map icon will bring up a map of the current Somnium World. Oh, das ist cool. Was gibt es? Krass. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. So, Panda Head, da will ich glaube ich hin, ne? Ja. Gut, okay, wir haben noch eine Minute Zeit. Das passt, das passt. Das ist vollkommen. Warum ist er jetzt so groß auf einmal geworden? Ja, alles gut. So, oh Gott, was mache ich denn damit, um ihn anzuhalten, ist die Frage. Also machen wir erstmal 20 und versuchen Kickaway. Wobei es dann wahrscheinlich noch schneller wird. Aber, ich habe die Logik gerade nicht verstanden. Okay, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Aber er ist stehen geblieben, oder? Warte, oh Scheiße. Was ist das? Es ist weggeflogen. Jetzt schon, in Träumen geht alles. Haben wir es geschafft? Ist er jetzt da drunter gewesen? Ja, wir haben es wohl geschafft. Wobei, Iris. Wait, what? Why? Und ihr fehlt auch ein Auge, ne? Und why is Iris? Warum ist sie nackt? She appears to be frozen. Und sie ist eingefroren, okay. What the hell is going on? Wieso? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Das ist nicht die Wahrheit, die ich finden wollte, wirklich nicht. Shut up! I'm sorry! Why do you never keep quiet? Is this fun for you? Giving your mother a hard time? Ich hab irgendwie wirklich, ich hab ziemlich hart verkackt. That hurts! Please stop! I'm sorry! Why are you here? I'm sorry! If you weren't here, everything would be fine. I'm sorry! Apologizing means nothing! Ich sag doch, ich sollte diese Frau nicht mögen. Darf ich das nochmal anmerken? Ich weiß jetzt, warum Mizuki bei uns wohnt tatsächlich. Say something! Don't make me into the bad guy! Mizuki's voice. The other voice is likely. Damn. What's going on here? Das war definitiv das Opfer, ja. What? Das Opfer in Anführungszeichen. Das fällt wieder zurück runter. Gut, das war's mit Alba. Oh nee, sie ist geflüchtet, okay. I was about to become a pancake. Ja, genau das. Good thing this isn't a bed and breakfast. That frozen iris does intrigue me. But Mizuki first. Let's get to Mizuki while the merry-go-round is stopped. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir die schlechtere Route gewählt haben, die wir hätten wählen können. Okay. Okay, wir können theoretisch gesehen über die 360 Sekunden hinausgehen. More than 1 second when you're clear, you get a prize. No boss, anything but that. Okay, ich würde einen Bonus kriegen, also ich kriege einen Bonus, falls ich hinterher noch mehr als 60 Sekunden übrig habe, aber... Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit übrig, 35 Sekunden, ich kann wahrscheinlich nicht direkt zu Mizuki gehen. Oh Gott, nein, was? Ich gucke mir das alles an, was ich machen kann gerade. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. It's Mizuki.
Vielleicht soll ich einfach lieb zu ihr sein. Aber das braucht so wenig Zeit und ich will dafür jetzt ein Viertel verschwenden. Wobei doch, wenn ich das untere nehme. Doch, dann nehme ich das untere. Komm, versuchen wir es einfach, weil... Was schon sonst noch an diesem Mizuki, Punkt? Can you hear me? Ich habe schon ziemlich verkackt bei ihr irgendwie. We will protect you, Mizuki. We will always be there for you. So, it's all right now. Hey, do you think we can use that speaker? Stimmt, mach doch das ins Mikrofon rein. Maybe she needs to hear her mother's voice. Statt da reinzuschreien. Das ist vielleicht eine bessere Idee. Das ist vielleicht wirklich eine bessere Idee. Mom loves you, Mizuki. I love you. I am so glad that you were born. So glad. Und der Regen bleibt in der Luft stehen. Irgendwie ist es abgefuckt, dass wir das gerade sagen. Wirklich. Hey. Aber. Do you hear something? Wenn es uns voranbringt, dann. Ist das vielleicht sinnvoll, ha? Is that a phone ringing? Where's it coming from? Date, don't! You can't stay any longer! Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mein Gott, das war knapp dafür, dass das erste richtige war. Aber gut. Gut, es war machbar. Man muss halt wirklich nur, weiß ich auch nicht, was machen. Ich weiß es wirklich nicht. Oh Mann. Aber die Tatsache, dass wir, wie gesagt, gerade Mizukis Mutter quasi gesprochen haben. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht richtig, aber... Aber ja, was soll ich schon noch sagen? Was soll ich schon noch sagen? Ich verstehe jetzt jedenfalls, warum sie nicht bei ihren Eltern lebt. Ich weiß nicht, wie ihr Vater drauf ist. Ich meine, der war ja anscheinend auch mit Date befreundet. Von daher bin ich darüber noch verwirrter. Ist egal. Erstmal sehen, ob es funktioniert hat. Are you okay? Komm schon, sag irgendwas. Haben wir so sehr verkackt? Scheinbar schon, ja. She hasn't been healed. She's still traumatized. Ah. Tut mir leid, Pewter. Sei nicht so enttäuscht von mir. Bitte. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe nur den falschen Käfig angehoben, offensichtlich. Iba, call Iris' phone. It's urgent. Why the rush? Please, just call. Und wir haben ihre Leiche gefunden, in einem Traum. Ihre nackte, eingefrorene Leiche vor allem. This is Kaname Date from the MPD. I met you earlier today. Oh, Date! Is something wrong? Where are you right now? I'm at home. Okay, don't go anywhere. Lock the door and stay at home. Can you tell me why? Who cares why? This is a direct order from the police. You mean a personal order? Okay, but if I do, will you play Shovel Forge with me tomorrow? Was zur Hölle? No. Then go on a date with me. Was? Nein, ist ja doch schlimmer. A date? If you promise me we'll go on a date, I'll stay home and not say a peep. If you don't promise me, then I'll wander around the city dragging a heavy suitcase. All right, understood. Date geht also auf ein Date, wie schön. Understood? Ja, aber er hat keine Wahl, glaube ich. Warum erpresst sie uns immer? Was ist falsch mit ihr? Ich hasse sie. Fine. Just don't go outside, okay? Oh Mann. If anything happens, call me immediately. Vielleicht sollten wir sie einfach sterben lassen. Wäre vielleicht besser so für die ganze Welt. My number is. Und vor allem für dich, Date. I have it in my history. See ya. What was that? A phone call? It's nothing. Also, du sagst echt immer noch gar nichts? Are you okay? She didn't answer. Ja, war zu erwarten.
about the Nile message. Mizuki, I have to ask you. You got a Nile message yesterday, and then you went to Bloom Park. Who sent you the message? I checked her phone, but the history was wiped. It is like irgendwas. I am trying to identify the sender now, but it will take some time. Nur ein Wort oder so? Vielleicht nicht direkt die krassen Sachen fragen, ne? Zu dem Klingelton. Hey Mizuki, zumindest. Tell me something. In your dream world, I heard a phone ring. Did you hear that somewhere? Or did you just imagine it? Date, there's no point talking to her. You couldn't heal her. Her symptoms haven't improved. Also soll ich echt aufgeben? She'll be sent back to the hospital. Okay. Maybe the doctors can help her. Dann habe ich wohl echt verkackt, was das angeht. Gut, aber das heißt natürlich auch, dass wir das irgendwann später nachholen werden. Ist vielleicht auch die sinnvollere Reihenfolge, erstmal zu verkacken und dann die besseren Sachen zu machen, aber trotzdem nicht so cool. About prophetic dreams, ist mal eine gute Frage, ja. Ah, the corpse you saw in Somnium. Ja, und auch in meinem eigenen Traum, da habe ich auch eine Leiche gesehen. You're wondering if that was some kind of vision of the future. Yeah, that's right. Well, let's see. As a man of science, I don't believe in such things. Das glaube ich dir, aber ich glaube daran. Prophecies and the like. However, also nicht in Wirklichkeit, if it aber was a prophecy, I would suggest the girl wears some kind of metal plate. Ja, über ihrem Rücken, ne? Huh? You saw her. She was stabbed countless times in the back. Sie war auch eingefroren. She could have used some stab-proof armor or something. Ich meine, dämlich ist es nicht. Nicht komplett jedenfalls. Just indulging in the fantasy of real-life prophecies. Don't mind me. Anyway, prophecies are simply not possible. True. You see? Was aber möglich ist, ist, dass Mizuki ja davon ausging, dass Tessa sterben würde, weil Tessa ihr davon erzählt hat, dass sie weiß, dass sie sterben wird. Oder sowas in die Richtung. Das heißt, wir könnten trotzdem die Informationen daraus schließen, würde ich sagen. About the ringtone. I know about the ringtone you heard, but I couldn't tell where it was coming from. Did Mizuki actually hear that? Or was it just a dream? Or her imagination? That's what I'm trying to find out. Can you analyze the sound or something? Genau, ihr meint damit. Unfortunately not. Hä? Aber okay, about Somnium. In a normal dream, the person experiencing the dream cannot remove themselves from it. Dreams are first-person experiences. Würde ich jetzt nicht allgemein so sagen, aber gut. However, the circumstances are slightly different during a sync. The syncer dives into the subject's mind and experiences their subconscious thoughts. But this dream is experienced as an observer, as though you were watching a play. Also ich habe schon oft Träume geträumt, in denen ich nicht vorkomme. The subject is the author, director and actor. The syncer is merely the audience. Aber gut, wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein, zumindest in diesem Spiel halt. Boss, hast du noch irgendwas? Do you believe in prophetic dreams? Wahrscheinlich auch nicht. Würde mich wundern. Where is this coming from? Ja, tut mir leid. Oh, I see. This is about the body you saw in Mizuki's Somnium. Her name is Iris Sagon, the girl you went to Bloom Park with today. How do you know that? Iba told me. It is one of my duties to deliver regular investigation reports. Du hast mich einfach verpetzt, verdammt nochmal. Solange ich nicht gefeuert werde, alles gut. Soll es mir recht sein. Also, willst du noch was dazu sagen jetzt oder nicht? Prophecies, huh? That's why you called Iris. Ja, tatsächlich. But Date, come on. I know, a dream is just a dream. Doesn't necessarily have anything to do with reality. But still, I just have this gut feeling. Date, are you alright? Perhaps the sink is causing negative side effects. I hope that's all it is. Es wäre vielleicht ein bisschen weniger gruselig, wenn wir nicht in einem Traum davor schon ihre Mutter tot gesehen hätten, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal kannten. Also vielleicht mal ursprünglich, aber zumindest haben wir sie länger nicht mehr gesehen. Ach man.
What's a ringtone? Ja, ich Boss, weiß immer nicht, was ihr mir damit sagen wollt, wirklich nicht. I know. But I couldn't tell where it was coming from. Yeah. I don't even know if it's real or something Mizuki invented. But if Mizuki really did hear that ringtone, then there must have been a phone somewhere on site. Oh, yeah. Did CSI report anything like that? No, nothing. They searched the site, but didn't find a single thing. Aber ich meine, sie ist ja auch da gewesen, weil sie eine Nachricht bekommen hat. Also könnte das damit wohl weiterhin zusammenhängen, irgendwie. Mit dieser Nachricht. Vielleicht hat sie dann noch mehr Nachrichten bekommen oder sowas. Mehr Aufforderungen, wie zum Beispiel, nimm den Eispick und versteck dich in der Mitte, da. Genau, in der Säule. Dann töten wir dich nicht auch noch. Was ist ich denn? Irgendwie sowas halt. No need to report specifics. We saw it all from here in the control room. What the Sinker sees in Somnium is projected here, remember? Das ergibt tatsächlich Sinn. Das ergibt tatsächlich Sinn. We've got it all recorded. Isn't it incredible? I invented it. So we know about everything you saw. The phone, the frozen corpse. Das beantwortet tatsächlich eine Frage, die ich mal in meinem ersten ALG-Video gestellt habe, wie man denn Träume aufnehmen kann. Ja, okay, die können die Träume tatsächlich einfach hier aufnehmen, von dem Gerät aus. Sehr interessant tatsächlich, sehr, sehr interessante Technologie. Was willst du zusammenfassen lassen? Ja, wir können nochmal fragen, aber sie kann nicht reden, ja. Also weiterhin nicht. Ich weiß. But it's not all bad. The sink wasn't a total waste of time. Ja, wir haben Informationen erhalten, irgendwelche. We found clues. Nur... Clues. Right. Keine hilfreichen Hinweise irgendwie, meiner Meinung nach. Oder ich bin zu dumm, um sie deuten zu können, richtig zumindest. I think I'll go to Bloom Park again. Looking for the phone? It might be there, it might not. I just want to be sure. Take care of Mizuki, okay? Yeah, leave it to me. Okay, dann sind wir eigentlich fertig. Gehen wir los, zurück zu Bloom Park. Ich bin sehr, sehr verwirrt über das Telefon. Sehr, sehr verwirrt, was mir das sagen soll. Aber das sehen wir dann ja gleich. Diesmal wieder alleine hierhin. Ohne Tessa dabei. Ist vielleicht besser so. Ist vielleicht tatsächlich besser so. Achso. Ja, ich weiß, danke. Autopsy reports revealed that her time of death was roughly 5 p.m. last afternoon. Police have determined that the victim was killed elsewhere and then brought to Bloom Park to be put on display. Ein komischer Display, ein Ort, an dem man nicht sein darf eigentlich. The MPD has expanded the scope of their investigation and are encouraging anyone with any information to come forward. In other news, at 6:10 p.m. today, on the outer circle of the Capital City Highway in Minato District, Tokyo, a traffic collision occurred involving 5 cars and at least 1 truck. Ein Truck? As a result of the pileup, one man was sent to the hospital unconscious in critical condition. Okay. 6 other individuals were treated for minor injury. MPD has arrested the driver of the truck suspected to be the cause of the accident for negligence. The investigation is ongoing. Ich hoffe sehr, dass dieser Truckfahrer nicht OTA ist. Und ihr habt vielleicht keine Ahnung, warum, weil ich das in meinem ALG-Video tatsächlich nicht erwähnt habe. Das war nämlich eins der Videos, zu denen ich gesagt habe, ja, interpretiert das irgendwie, wenn ihr wollt. Tatsächlich hat OTA in einem Video einen Truckunfall verursacht. Und das war eine Vorhersage. Warten wir mal ab, würde ich sagen. Wow. Wow. Werden wir dann aber wohl erstmal nicht, ja, weiter drüber Bescheid erfahren, bekommen, tun. Oh Gott, ich kann kein Deutsch, ne? Ich kann kein Deutsch. Gar nicht, aber... naja gut, warten wir es mal ab. Eins nach dem anderen fangen wir hier an. Warum bist du in dieser Form gerade? Scream shrilly. Ja, los. Wait. Are you a ghost? Ja, ist sie. Idiot. It's me. Who you? Me? It's me. Whom? I said me. But are you a ghost? I'm not a ghost. Then Iba? Ja, aber warum bist du in dieser Form? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Inwiefern bist du in dieser Form? Du bist ja auch nicht wirklich hier, oder? Ich bin sehr verwirrt. I just thought I would project myself.
You seem lonely. Oh. How are you doing this? Ja, ich meine, man sieht es ja nur über unser rechtes Auge offensichtlich. Das ergibt Sinn tatsächlich. I'm overlaying the image your left eye processes with augmented reality. Whoa. You can't see me through your right eye. Only your left. Yep, genau das meinte ich. You can't just pop into my eyeball without permission. You do realize I do that all the time, right? Ja, ja, schon wahr, schon wahr. Und how do you appear insomnium? Ja, wahrscheinlich einfach ganz normal. Also ich meine, I am connected to your brain via artificial nerve. Ja, und das finde ich schon Sinn irgendwie. I am part of your working brain. Our minds are one. During the sync, when the data that constitutes your ego is transferred, some of my main programming is also transferred. Die Frage ist, warum kann ich nur dich steuern und nicht mich selbst einfach in dem Traum? Würde das nicht viel mehr Sinn ergeben? That eigentlich? Is why I appear insomnium. Do I even need to explain this sort of thing to you? Nein, passt schon eigentlich. I have experienced syncing many times with you. Although it is true that I have never appeared to you in this form. Also es ist wirklich neu tatsächlich, okay. Aber warum hast du jetzt damit angefangen, ist die Frage. Ist das einfach ein neues Update von dir oder was? Ja, meinetwegen, dann ist es das halt. So, kann ich hier noch irgendwas Interessantes sehen? Ich könnte mir zum Beispiel das, den Control Room hier angucken. It's the Control Room of the Merry-Go-Round. This is where the ride is operated. Ja, wo wir auch reingegangen sind, wo der Käfig drin war, die Käfige. Ja. Guck dir die Säule bitte an, danke. Last night, Mizuki was found in the column. Why was she in there? Keine Ahnung. Wie gesagt, aber wenn das mit dem Telefon zusammenhängt, dann ergibt das natürlich irgendwie Sinn. Naja, mehr oder weniger. Was heißt schon Sinn ergeben in diesem Zusammenhang hier? So, Pferdchen. It's a horse from the merry-go-round. Gut, hilft mir gar nicht, also. About the ringtone, fragen wir da, weil... We're somewhere around here, right? Ja, wir wollen es ja suchen, schließlich. Where I heard the phone ring. Und eventuell finden. Affirmative. The source can't be far. The phone must be nearby. I do not know if it actually exists. Dreams consist of memories. But that does not mean that they perfectly mirror reality. In fact, it is more common that what occurs in dreams is distorted. Ja, ich meine, das sah auch alles nicht so realistisch aus, was wir da so gesehen haben, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. For example, the events witnessed in the last somnium were absurd, exaggerated, or otherwise warped. Richtig, genau das meinte ich. Clearly, they do not represent exactly what happened in reality. Aber warum gerade, ja, das Telefon klingeln? The ringtone as well. Mizuki didn't necessarily hear it. I understand that, but it's our only lead. Gut, arbeiten wir die letzte Option noch ab, weil ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. You look kind of like you do when you're insomnia. Ja, das Thema hatten wir. What's that about? What do you mean? Well, you don't usually look like that. You have a somnium form and another form. Ja, die Bärenform. Oh, this? Yes, that. Why are you doing this now? I was bored last night, so... Huh? I thought you would like it. Why would I like it? Warum nicht? Well, I did attempt to shape myself to your preference. Hast du? If you could do that, change it. Be Reika from Tiefblau. I will not. Why not? Because I won't. Och, Manu. Anything catch your eye? Ja, hast du vielleicht das Telefon gefunden? As I mentioned oder wir suchen... earlier, I cannot say for certain if there was a phone here. Außerdem, wenn du wirklich versucht hast, sich seinen Präferenzen nachzuformen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Sache mit dem Ballon erinnerst, die er so gesagt hat, aber... ich erinnere mich noch daran und ich werde es auch nicht so schnell vergessen, leider. However, if there is, oh Mann. It must be well hidden. Ja, ja. CSI has already searched the area thoroughly. Wahr. But they did not discover anything. Well hidden, huh? Maybe a place you can't see with the naked eye. Aber mit X-Ray vielleicht, okay. Dann, können wir vielleicht irgendwo reingucken mit X-Ray. Mhm. In das Pferdchen zum Beispiel. Ist da ein Telefon drin? Mysterious Object, das ist ein Handy. Look at that. Ja. It appears to be a smartphone. Richtig. I knew it was in the horse. Vielleicht ist das auch Outers Handy. Don't lie. You doubted me. Ich meine, er hat seins ja verloren oder war es kaputt. Ich bin mir nicht mehr sicher. So how do I get it out? I cannot find any weaknesses or seams in the horse's body. The horse's neck does not detach either. There must be some hole or something. I found one. Where? The mouth of the horse. Also wird's da reingeworfen einfach. Warum kann man überhaupt da was reinwerfen in das Pferd und es landet tatsächlich im Magen quasi? I might be able to fit inside. One moment. Ich hoffe, du kommst auch wieder raus, sonst haben wir kein Auge mehr.
Okay, danke. Ist das Auto des Handys jetzt die Frage? Yes. Good job, Iba. Ergibt das überhaupt Sinn, ist die nächste Frage. Denn ich bin mir wirklich nicht sicher. Das Smartphone. Ja, danke. Wir haben einen Hinweis gefunden, endlich mal. Gucken wir uns an. Who owned this phone? The number is... I told Iba the number. This is a rental phone. Ah, natürlich, okay. Also wohl nicht Autos. A rental? The owner is unknown. It is registered under a false identity. Come on. Super, das hilft uns also gar nicht weiter erstmal, also. Dante, oder? Look at the device history. Vielleicht doch. It's gone. No outgoing call history. Oder auch weiterhin nicht. What about the incoming history? Only one call, 9:02 p.m. yesterday. Von wem? Mizuki and Ota discovered the corpse at approximately 9 p.m. Ja, also war das der Klingelton, den sie gehört hat. Mizuki must have heard this phone. That would connect to what we experienced in Somnium. Also hat das Pferd mit ihr gesprochen quasi? Ist das auch das Pferd, auf dem die Leiche war, ist die Frage? Ich glaube schon, von der Position her passt das, ne? Wahrscheinlich hat dann einfach jemand mit der Stimme von ihrer Mutter durch das Telefon mit ihr geredet. Über Lautsprecher. Weil, warum auch nicht? Who is the caller? Oh Gott. Her name isn't displayed. The number isn't in their contacts. In fact, there are no contacts. No numbers at all. The phone had no email addresses or browsing history. That could be a clue either. Just the one clue. The call at 9:02 p.m. Let Iba look up the number. This number is also from a rental phone. Natürlich ist es das. No owner is registered. Super. Oh. What happened? The battery died. The screen turned off. Hmm. Also was ist wohl erstmal mit Hinweisen, was das angeht. Aber das ist schon sehr interessant. Das ist schon sehr interessant. Also hat auf jeden Fall jemand dafür gesorgt, dass Mizuki das gemacht hat, was sie gemacht hat. Sich mit der Icepick da reinsetzen halt. Das hat sie nicht von selbst gemacht, weil sie dachte, das ist jetzt eine sinnvolle Sache, die man halt so tun könnte. Nehme ich auch gerne so an. Call the number I just gave you. Iba, remember the number I just gave you? Ist das wirklich eine gute Idee eigentlich? Bin mir nicht sicher. Of course. Call it. Okay. It connected. It connected. My name is Kaname Date. I'm with the Metropolitan Police. Warum sagst du das direkt? Are you an idiot? Ja, richtig. They hung up. Ja, warum bloß, du fucking Vollidiot? Oh, you think so? What kind of low IQ ignoramus calls a suspicious number and says they are from the police? Das ist echt so. I couldn't help it. Doch konntest du. Oh man, Date. I just said the first thing that came into my head. Merk ich. You told me to call. I didn't think it would work. Disappointing. There is no other word for it. Ja, vollkommen wahr. You're telling me. Okay, ich glaube, bevor wir hier weitermachen, beende ich erstmal den Part. Dann versuchen wir nochmal anzurufen, auch wenn es wohl nichts bringen wird. Also wirklich nicht, weil da... oh Mann, das war alles sehr interessant. Vor allem der Traum war sehr, sehr interessant. Und auch wenn es schade ist, dass wir halt ein bisschen verkackt haben, vielleicht, also ich habe verkackt, ihr nicht, ihr seid nicht dran schuld. Aber, woher soll ich das denn wissen? Ich denke, das sollte man nicht wissen. Ich denke, das ist einfach so der Sinn der Sache gewesen, dass man erstmal das macht, damit man erstmal nicht die ganze Wahrheit erfährt und das dann später nachholen kann. Wie auch immer, lasst gerne einen Kommentar da und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.